Das Kulimuli-Fest ist in Weißenbach in Haus im Ennstal liebgewordene Tradition. Für die heurige Auflage hatte sich das Organisationsteam etwas Besonderes einfallen lassen. Den Wettbewerb zum ersten steirischen Fensterlprinz bzw. der ersten Prinzessin. OBI Helfried Wieser zeigte sich stolz über die tolle Zusammenarbeit und das Gelingen einer völlig neuen Veranstaltungsidee. Kulimuli ist schon langsam wieder weniger geworden. Jetzt haben wir gesagt, wir brauchen wieder einen gescheiten Anheizer. Dann haben wir zwei in Talon gehabt, was wir aussuchen, was wir machen können. Dann haben wir eins, Gott sei Dank, für den Fensterlprinz entschlossen. Und schaut selber, es läuft. Jeder hat eine Freude vor der Feuerwehr. Die Jungen sind live dabei, die Alten sind live dabei. Es ist richtig geil, wie es läuft und einfach super. Und was sie sich heuer einfallen haben lassen, unsere Feuerwehrler, das ist ganz gigantisch. Allein diese Sache, diese Tatsache, dass die Jugend so innovativ dabei ist und so kräftig mithilft überall, das ist eine ganz tolle Sache. Und da sparen wir uns wirklich einen Streetworker. Unsere Jugend ist beschäftigt, unsere Jugend macht mit. Altes Brauchtum wurde in Form eines sportlichen Wettkampfes wiederbelebt und das klassische Fensterlgehen hat in Weißenbach seine Renaissance der besonderen Art erlebt. Es ist genial, darum bin ich auch noch schnell einen Sprung vorbeikommen, weil die Idee, einen Fensterlprinzen auszurufen, ist einfach wirklich eine geniale, passt da super zu unserer Region. Ein bisschen Augenzwinkern ist dabei und wenn man schaut, was da Leute mitmachen, ich glaube, das ist gut angekommen bei der Bevölkerung und Gratulation an die Veranstalter. Die Herausforderung an die Anwärter auf den Titel war ein Geschicklichkeitsparcours, welcher so rasch als möglich zu bewältigen war. Am schwierigsten und ich glaube das, was man am zärtesten wo hat, ist auf jeden Fall das Aufgekrallen da immer. Es erinnert schon ziemlich ans Fensterlen gehen von früher, also das Aufgekrallen, das andere nicht so. Es ist ehrlich gesagt wirklich schwerer, als wie es ausschaut. Wenn man ausschaut, denkst du, das ist eh nichts, aber oft bei der Ladernaufe, der gibt ganz schön. Die finale klassische Holzleiter auf dem hochgelegenen Balkon zu erreichen und sich vom feschen Dirndl einen Kuss zu holen, forderte bei Temperaturen jenseits der 30 Grad noch einmal alles von den jungen Aspiranten auf den Prinzenthron. Ich habe zwar lang gebraucht, eine Minute, aber durchschnittlich gut gegangen. Also das Lustigste ist auf jeden Fall das, wo man oben ist und das geschafft hat, vor dem Publikum steht, alle feiern die an, oben feiern sie an, der Brit wartet schon direkt, bis man aufkommt und so einfach die generelle Stimmung ist echt super und das Wetter passt auch voll gut heute und doch. Bürgermeister Gerhard Schütter freute sich über seine junge Feuerwehr, die mit ihrer innovativen Idee die Jugend des gesamten Ennstales zum lustigen Wettbewerb vereinte. Ja, die Idee ist wirklich grandios, also da kann man wirklich nur gratulieren. Also wie man es von Anfang an werblich vermarktet hat, dieses Kulimuli-Fest mit dem Fensterlprinz oder mit der Fensterlprinz-Idee ist wirklich genial. Da ist es einfach sensationell, was die Weißenbacher Feuerwehr, wenn sie was tun, wirklich aufzieht. Kann man nur gratulieren, super. Im Anschluss an den Wettbewerb startete mit dem Kulimuli-Fest einmal mehr die coolste Nacht des Jahres. Valentina Hartweger und Toni Bilz durften sich über den Titelgewinn freuen. Und bis spät in die Nacht wurden, laut Insiderkreisen, die Strategien für die Titelverteidigung für 2018 entworfen. Es war eine richtige Gaudi, das Kulimuli-Fest mit der Krönung des ersten Fensterlprinzenpaares.